und der wird gebraucht. Der Geruch der Nachgeburten lockt Hyänen an. Einige starten einen Scheinangriff, um die Herde auseinanderzutreiben. Die Kälber sind oft langsam und verlieren den Anschluss. Tatsächlich gelingt es den Hyänen, eine Mutter mit einem Neugeborenen von der Herde zu trennen. Doch sie kann die Angreifer einschüchtern und von ihrem Kalb fernhalten. Die Hyänen zögern und verpassen damit die Gelegenheit. Die Tiere einer Büffelherde sind alle miteinander verwandt. Deshalb stehen sich Büffel gegenseitig bei. Anders als Gnus, die in ständig wechselnden Herden leben. Für die Hyänen wird es dadurch schwierig, an kleine Büffel heranzukommen.